Moin Leute, Pflanzen sind doch einfach unglaublich, oder? Nicht nur, dass sie uns mit dem lebenswichtigen Sauerstoff durch ihre Photosynthese versorgen, sondern sie können auch erkennen, welche gefräßigen Krabbeltiere auf ihnen sitzen. Ein Forscherteam aus Leipzig, Jena und dem niederländischen Nijmegen haben herausgefunden, dass Pflanzen besondere Düfte absorbieren, wenn sie von Insekten oder Schnecken angegriffen werden. Sie fordern damit quasi Verstärkung an, indem sie zum Beispiel Schlupfwespen anlocken, die ihre Eier in die Raupen legen und sie damit töten. In einem Fall untersuchten die Forscher mit Hilfe eines Gaschromatographens den Blütenduft der Rübsen. Das ist ein Verwandter des Rapses. Bei einem Blattlausbefall schränkten die Pflanzen ihren Blütenduft stark ein, um so die Nützlinge anzuziehen. Das heißt, durch die Verringerung des Blütenduftes verliert die Pflanze an Attraktivität für die Insekten, die sie bestäuben. Sie wird aber dadurch gleichzeitig attraktiver für die Schlupfwespe. Ein echt genialer Mechanismus. Nach dem Befall mit den Schädlingen produziert die Pflanze mehr Blüten, um so die Attraktivität wieder auszugleichen. Blütendüfte sind somit weit umfangreicher als das bloße Anlocken von Insekten zur Bestäubung. Und noch eine interessante Sache haben die Forscher herausgefunden. Selbst bei unbekannten Insekten produziert die Pflanze diese Duftstoffe. Diese Erkenntnis könnte so genutzt werden, dass neue Sorten zielgerichteter gezüchtet werden können und so der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter reduziert werden kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kamera läuft, Ton läuft auch. Nee, nicht. Moin Leute, Pflanzen sind doch einfach unglaublich, oder? Nicht nur, dass sie uns mit dem lebenswichtigen... als nur das bloße Anlocken von Insekten zur Bestäubung. Hab ich gerade gespuckt. Ich glaube, es ging da hinten aufs Kissen. Ah, juckt. Was ist denn los heute? Kretze oder was?